Hallihallöchen, Leute, recht herzlich willkommen zu einem neuen Rupi-Video. Ja, wir machen heute dieses Mau-Mau-Spiel von Ass Altenburger, dem Kartenhersteller überhaupt von Toko Super RTL zu DreamWorks Dragons. Und ihr seht schon an dem Cover, wir haben es hier wieder mit tollen Kärtchen zu tun. Und diese kleine Box ist sogar doppelt so groß wie die Quartettkarten vom letzten Video. Schaut es euch an, wenn ich das hier so drauflege, seht ihr, das ist doppelt so groß. Aber passt immer noch super gut in eine Hosentasche. Also eigentlich auch ideal für unterwegs. Im Auto, Schulhof, am Strand, Kühlbox, Gefrierschrank oder wo auch immer ihr dieses Spiel hier zockt. Wir haben hier die Angriffsklasse. Das Ding hier ist ab 4 Jahren geeignet. Und ich sehe hier meine Birne spiegeln. Achtung! Könnt ihr sie sehen? So, hier oben in der Ecke, Achtung! Das ist die Rupi-Birne! Hallo, Rupi-Birne! Hey. So, also, das Ding ist auch original verpackt, ihr seht schon. So, was haben wir denn auf der Rückseite? Aber wisst ihr was, bevor ich das loslese, hä? Rupi? Bevor ich das vorlese, mache ich mal die Folie hier weg. So, Föhlchen. Adieu, Föhlchen. Und hier haben wir unsere Verpackung. Spiegelt sich immer auf meine Birne? Nee, ich wackel hier wie blöd hinter der Kamera, aber ich sehe mich nicht mehr. Und das macht mich traurig. Okay. Ja, was wollen wir machen? Ach so, das Ding hier zeigen. Ich werde alt. Okay. DreamWorks Dragons, die Wikinger der Insel Berg, haben sich mit den einst verfeindeten wilden Drachen angefreundet. Hyx, der Sohn des Häuptlings und sein bester Freund. Der Drache Rupi, ohne Zahn, erleben zusammen actionreiche Abenteuer voller Spannung und Gummibärchen. Und Spaß, ja Spaß. Zusammen mit ihren Freunden, der furchtlosen Astrid, dem Wichtigtuer Rupi, Rutzbacke und dem Rest der Clique, beschützen sie heldenhaft ihre Welt gegen alle Gefahren und Gegner. Und hier haben sie Rutzbacke richtig geschrieben mit 2 K. Haha. So, dann Mau Mau. An was erinnert mich das? Ja? Ja, alles endet mit Au. Das actionreiche Kartenspiel für alle Drachenfans. Alle aufstehen, die Drachenfans sind. Ist jetzt tatsächlich irgendjemand von euch aufgestanden? Boah. Dann Hut ab. Das ist die Macht der Medien. Okay, also hier. Wer zuerst alle seine Klamotten ablegen kann, gewinnt das Spiel. Oh, ich habe das gerade mit Strip-Poker verwechselt. Nein, vergesst das, streich das. Wer zuerst alle seine Handkarten ablegen kann, gewinnt das Spiel. Doch hüte dich vor den Aktionskarten. Denn der riesenhafte Albtraum und der wahnsinnige Rupi, Zipper, warum lese ich dauernd Rupi? Ach so, weil ich der Rupi bin? Ist doch klar. Was haben die mir heute ins Essen getan? Also komm hier. Doch hüte dich vor den Aktionskarten, denn der riesenhafte Albtraum und der wahnsinnige Zipper können deinen Vorteil schnell wieder zunichte machen. Alle wichtigen Drachen und Wikinger sind im Kartenspiel enthalten und entführen kleine und große Drachenfans. In Hyx drachenstarke Welt ausführliche Spielregeln sind im Kartenset enthalten. Okay, hier haben wir Barcode hier ab 4 Jahren und für 2 und mehr Spieler geeignet. DreamWorks Dragons Copyright 2015, DreamWorks Animation LLC.
von Ass Altenburger, boah, seit 1765. Boah, müsst ihr euch mal geben. Ja, hier die Seite, Angriffsklasse, Mau Mau. Dann hier auch wieder, ne, Logo. Das ist rundherum gleich, nur hier haben wir nochmal die Spielkartenfabrik Altenburg GmbH. Und wenn ihr euch für weitere Spiele interessiert, dann schaut mal auf ihre Webseite. Okay, alles in allem einfaches, aber wirklich sehr, sehr schönes Design. Auch schon in dem neuen Gewand, ja, das Schwarz und Rot, ohne das viele Grau, das gefällt mir doch richtig gut. Klasse, und das ist relativ fest, relativ stabil, das ganze Ding hier. Also nicht so weich wie die Verpackung von diesem Quartett. Also das ist schon um einiges wertiger. Okay, und hier finden wir die Karten. Boah, zwei Riesenstöße Karten. Und die schauen wir uns an. Ihr seht es, alles noch original verpackt. Klasse, hier gleich mit Werbung drauf für die DVDs. Aber was haben wir hier? Okay, hier haben wir eine andere Rückseite. Ja, abgeteilt hier. Haben wir sonst noch was? Nö, sonst ist nichts mehr drin. Tolle Schachtel, muss ich schon sagen. Gefällt mir richtig gut, das Teil. Klasse. Also macht einen richtig hier wertigen Eindruck. Da, stabil, kannst du nochmal sagen. Cool. So, dann haben wir hier zwei Arten von Karten. Einmal hier mit Zahlen, Bildern und hier Fragezeichen. Und wir haben hier doch garantiert auch irgendwie eine Spieleanleitung drin, oder? Ja, mit was fange ich an? Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ich nehme links. So. kriege ich das irgendwie auf? Ja, hier an der Seite kann ich es aufmachen. Wunderbar. Okay. Dann, wie schon gesagt, haben wir hier irgendwie, irgendwo... Ah, Spielregeln, hier hab ich's. Cool. Was haben wir hier? Nochmal was. Wahnsinn. Und hier sind Karten. Die Bilder schauen wir uns gleich an. So, jetzt lass uns erstmal hier drauf gucken. So, Momentchen. Ich fange mal mit dem hier an. Drum ist hier auch Werbung drauf. Schaut's euch an. Hier, Higgs auf ohne Zahn. Mit Flammenschwert und einem unschuldigen Schaf. Wie sieht das aus? Will der hier einen Rollbraten machen mit seinem Flammenschwert oder was? Gottes arme Schäfchen. Schäfchen. Obwohl, Schafe verkacken immer die Liegewiese, wo ich bin. Ja, auch immer. Ja, hier haben wir Werbung. Jetzt auf DVD erhältlich. Warum eigentlich nicht auf Blu-ray? Fragezeichen. Wahrscheinlich kommen die ganzen Filme und auch die Box mit allen Filmen mal irgendwann auf Blu-ray raus mit extra Episoden. Dann ist da schon wieder Geld mit verdient. Kann das sein? Ja, kann sein, garantiert. Okay, also hier Aktionskarte 4 ziehen plus Farbwahl. Und hier seht ihr gerade unter der Kamera 3 von 3, also die Karte muss ich später vorlesen. Hier, mit der fangen wir an, hier haben wir 1 von 3. Okay, also so geht's los. DreamWorks Dragons Mau Mau Spielanleitung. Jeder Spieler erhält 7 Karten. Der Rest wird mit der Rückseite nach oben in die Mitte des Tisches gelegt. Die oberste Karte wird für alle sichtbar neben dem Stapel aufgedeckt. Ziel des Spieles ist es, als erster Spieler alle Karten abzulegen. Reihum legt jeder Spieler eine Karte ab, die entweder die gleiche Farbe oder die gleiche Zahl der Karte auf dem Ablagestapel besitzt. Hat er keine passende Karte, muss er eine vom Kartenstapel aufnehmen. Dann kommt der nächste Spieler an die Reihe. Dann hier Aktionskarte aussetzen. Kommt diese Karte zum Einsatz, darf der nächste Spieler, der an der Reihe ist, weder eine Karte ablegen noch eine Karte nehmen. Er muss aussetzen und der übernächste Spieler ist an der Reihe. Boah, hart. So, nächste Seite. Aktionskarte Richtungswechsel. Gott, jetzt wird's kompliziert. Die Aktionskarte Wende ändert die Spielrichtung. Anstatt mit wird jetzt entgegen dem Uhrzeigersinn gespielt, bis eventuell eine neue Wendekarte abgelegt wird. Okay, dann Aktionskarte 2 ziehen. Ne, ihr seht es immer an diesem entsprechenden Symbol. Wird die Aktionskarte Nimm 2 ausgespielt, muss der nächste Spieler, der an der Reihe ist, 2 Karten aufnehmen und darf keine Karte ablegen. Okay, dann haben wir Aktionskarte Kartentausch.
Ich hoffe, ihr könnt das Symbol einigermaßen sehen. Der Spieler, der die Aktionskarte ablegt, muss nachfolgend mit einem Spieler seiner Wahl seine auf der Hand befindlichen Karten tauschen. Boah, krass. Es ist dabei egal, ob derjenige Spieler, welcher zum Tausch aufgefordert wird, nur noch eine oder mehrere Karten besitzt. Boah, ist das krass. Dann hier Aktionskarte Farbwahl. Kann ein Spieler keine Karte ablegen oder will er bewusst eine bestimmte Farbe beibehalten, so kann er die Aktionskarte Farbwahl einsetzen. Die Farbe der vorangegangenen Karte ist unbedeutend. Der Spieler, der diese Karte spielt, kann sich eine Farbe seiner Wahl aussuchen. Boah, Leute, da ist Action geboten. So, jetzt 3 von 3. Aktionskarte 14 plus Farbwahl. Alter, auch diese Karte kann jederzeit gespielt werden. Die Farbe kann gewählt werden und der nächste Spieler muss 4 Karten ziehen und darf keine Karte ablegen. Farbwahlkarten können immer abgelegt werden. Boah, dann Ende des Spiels. Beim Ablegen der vorletzten Karte muss deutlich Mau Mau gesagt werden. Wird dies vergessen, müssen 2 Strafkarten gezogen werden. Ist der Spieler wieder an der Reihe und kann auch seine letzte Karte ablegen, hat er gewonnen. Leute, hier ist Action angesagt. Ist ja krass, also das, die Spielregeln zu diesem Mau-Mau-Spiel hier. Tja, und jetzt kommen wir zu den ganzen Karten. Was mir hier sehr gut gefällt, ist, dass die Karten wieder ein ganz anderes Design haben als schon die gezeigten Quartettkarten. Das finde ich klasse. Blick auf die Rückseite. Hier sehen wir ohne Zähnchen auf dem Logo von DreamWorks Dragons. Und es sieht doch mal hammermäßig gut aus, oder? Boah, was ein hammerklasse Bild. Burner, echt. Bin ich geburnt, Junge? Cool, absolut cool. Okay, also hier Karte Nummer 1, Hicks auf ohne Zahn. Dann hier entsprechend immer so diese Schuppen, vermutlich in verschiedenen Farben. Ja, genau, werden ganz verschiedene Farben. Boah, ist das krass, wie viele Karten sind das? Der Hammer. Muss ich nachher mal wieder zählen. Aber das machen wir dann im Schnelldurchlauf. So, also Hicks auf ohne Zahn. Nächste Karte, Astrid auf Sturmpfeilchen. Was ist euch lieber, wenn ich es weiter weg halte und ihr seht die komplette Karte oder wenn ich es näher an die Kamera halte? So, ah, zu nah. So. Ah, nicht alles. So, oder? Ja, ich suche den Mittelweg. So geht's. Also dann Karte 3, Rotzbacke auf Haki. Dann hier Fleischklöpfchen und Fischbein. Cool. Dann Kotz und Wirk, Raffnus, Tafnus. Hier haben wir Grobian. Jo, ne Kromkunde, macht 6 Knoten über den Deich. Küchenbulle. Oder so irgendwie. Dann hier das ganze Team. Unsere Helden von Berg. Oh, Fischbeinchen. Was hat er denn? Ja, was hat er denn? Was hat er denn? Fischi. Aber cool, das Bild hat man so auch noch nicht gesehen, oder? Klasse. Ja, dann hier, ne, unsere beiden. In den Lüften. Boah. Brüllender Tod, frontal, krass. Was haben wir hier? Natürlich, der flüsternde Tod darf nicht fehlen. Hat man schon zigtausendmal auf dem Poster gesehen, aber mit dem Hintergrund sieht es klasse aus, muss ich sagen. Oh, liebe Zeit, pfeift euch rein. Flüsti mit riesem Maul ist ja der Burner. Echt krass. So, dann unsere beiden hier wieder. Astrid mit Axt, Rotzi, so, Fischi, was haben wir noch? Unsere beiden Geschwisterchen, Paps und Sohnemann. Ah, sind echt nette Motive, was soll ich sagen? Oh, die haben eine andere Meinung. Schaut euch die Gesichter an, ist ja klasse, super, tolle Motive, muss ich sagen. Oh, Astridchen, schaut es euch an, ist es nicht lieb? Ich finde es klasse. Voll nette Karte. Oh, 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 Schmacht. Und herzerweich ist ja der Hammer. Schon wieder er? Doppelt? Doppelt gemoppelt? Nochmal er!
Ja, genau, die wiederholen sich, ist ja klar. Das sind jetzt die Aktionskarten Richtungswechsel. So, oh, hier haben wir Hicks mit Schild. Schönes Bild, gefällt mir sehr gut. Astrid auf Sturmi, auch ein neues Bild. Unser Gute-Laune-Team. Klasse. Oh, cool, Gronkelchen mit der berühmt-berüchtigten Riesenwurzel. Pfeift's euch rein. Klasse. Die Zwillinge mit zwei schrecklichen Schrecken. Auch klasse Bild. Hier, hau drauf. Noch eine Szene aus der Drachenarena. Echt cool, Astrid, auch schönes Bild. Ich meine, ich brauche die Namen gar nicht mehr sagen, ne? Wisst ihr ja alles. Aber echt nett gewählte Bilder, vor allem auch mal andere, wollte ich gerade sagen. Jetzt haben wir ihn schon zum dritten Mal. Aber das ist ja auch die Aussetzkarte. So, okay. Das ist immer wieder klasse, das Bild. Toll mit den Wolken im Hintergrund. Dann hier nochmal unsere beiden Damen. Rotzbacke hier, muss die Karten aus dem Hintergrund nehmen, nicht, dass das Bild unscharf wird. Denn die Kamera fokussiert hier ziemlich unterschiedlich. Okay. Also ich denke mal, ich brauche die Namen nicht immer dazu sagen. Das weiß jeder wahrscheinlich besser als ich. So. Auch mal wieder ein ganz anderes Bild. Cool. Das finde ich ja echt cool. Und echt schöne Motive. Wow, auch ein tolles Bild. Cool. Schön. Hier mal wieder Ihmchen, ne? Kennt man ja mittlerweile. Und ihn natürlich auch. Schon wieder. Ich erschrecke jedes Mal ein bisschen. Ist ja krass. Oh, Skrill gibt sich die Ehre. Auf der Farbwahlkarte. Dann hier Donnertrommler, Farbwahl. Cool. Nochmal. Ist die gleichen. Genau, sind dieselben. Ha! Und nochmal, und nochmal, und nochmal. Leute, das war's. Das ist der erste Stoß. Liebe Zeit. Boah, hat jetzt aber lang gedauert. Und ihr wisst ja, das sind nur die einen Karten. Wir haben hier noch diesen ganzen Stapel. Boah, ist das krass. Wie viele Karten waren das jetzt? Moment, ich zähle mal geschwind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50! 51, 52, 53, kann das sein? Ungerade Zahl? Keine Ahnung. Auf jeden Fall was über 50. So, und jetzt kommt dieser zweite Stapel hier. Mal gespannt, ob wir hier die gleichen Bilder drauf finden oder tatsächlich vielleicht eine Alternative. Okay, dann muss ich das auch hier auspacken. Wo geht es auf? Hier kriege ich es auf, oder? So, jawohl, genau hier. Ha, kann man toll öffnen. Finde ich immer klasse, wenn das ohne Schere oder ohne Messer geht. Also, wisst ihr was? Ich glaube, wir haben hier fast die gleichen Bilder. Aber wir gucken es uns gleich nochmal durch. Weil ich habe jetzt diesen Stoß hier nochmal durchgezählt und sind tatsächlich 53 Karten. Ha, ungerade Zahl. Wobei, da waren ja noch die Spielregeln dabei. Also haben wir so gesehen 55 Karten. Catche, wie der Hesse sagt. Okay, lass mal gucken, was wir hier nochmal haben. Ich denke mal, das sind genau die gleichen Karten, nur eben vermutlich auch mit vielen, vielen weiteren Aktionssymbolen. Ne? Also Skrill kennen wir, das kennen wir. Jawohl, ich mache jetzt hier ein bisschen schneller. Ihr habt es ja alle schon in aller Ruhe gesehen. Mal gucken, ob hier... Ah, aha, aha. Hier. Der brüllende Tod, das ist tatsächlich eine neue Karte, genau. Und ihr seht hier die beiden Kärtchen. Das steht für Kartentausch. So, hier raucht noch ein bisschen Feuer zwischen seinen Zähnen durch. Ist ja ein krasses Bild, oder? Also ich finde ja eh, dass der brüllende und der flüsternde Tod echt bisher die krassesten Viecher bei Drachenzähmen leicht gemacht sind. Hammer.
Oder sagen wir mal so, wenn die mitmachen, haben wir es meistens mit einer krassen Episode zu tun. Okay, mal gucken, ob wir noch was anderes finden. Ne, die Karten, die Karten kennen wir alle. Ja, hier die nochmal, genau, aber auch mit dem gleichen Aktionszeichen. Genau, nö, kennen wir ansonsten tatsächlich alle. Und hier ist tatsächlich nur der brüllende Tod dazwischen. Ansonsten ist hier alles gleich. So, ja, das hatten wir auch, okay? Jo. Okay, alles gleich. So gesehen, nehme ich die nochmal dazu. Und jetzt zähle ich die auch nochmal durch, wie viel wir hier haben, damit ich weiß, wie viele Karten wir insgesamt in diesem Mau-Mau-Spiel finden. Ist ja Wahnsinn. Also, ihr könnt ja mitzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 1, 2, 3, 4, 55, also 55 plus 53 wären also 108, so gesehen. Mit den Spielregeln hier haben wir hier tatsächlich 110 Karten in diesem Mau-Mau-Spiel. Ist schon der Hammer, oder? Boah, Rückseite ist übrigens auch gleich wie bei den anderen Karten. Alles klar. Ja, Leute, was soll ich sagen? Wir sind durch. Das war's. Hier die Verpackung. Da werde ich auch die Karten gleich wieder reinlegen. So. Der zweite Stoß kommt auf die rechte Seite. Der erste Stoß auf die linke Seite. Boah, Leute, 110 Karten, die wir jetzt hier angeschaut haben. Ist ja total irre. Spielregeln nicht vergessen. So, Moment, sauber hier reinlegen. Jawohlchen, jawohlchen, jawohlchen. 55 Kärtchen auf jeder Seite. Okay, Deckel wieder drauf. Okay, ha! Ja, Leutchen, das war mein Unboxing, mein Zeiging, mein Uncooking zu diesem Mau-Mau-Spiel von Ass Altenburger zu DreamWorks Dragons. Togo von Super RTL empfohlen ab 4 Jahren. Moment, wo haben wir es nochmal stehen? Wo haben wir es denn stehen? Wo steht's denn? Wo war's denn? Hab ich hier nicht, war hier nicht. Wo habe ich denn das jetzt gesagt? Ach da, liebe Zeit. Genau hier nochmal. Also ab 4 Jahren für 2 und mehr Spieler geeignet. Also nette Geschichte für zu Hause oder für unterwegs. Passt in jede größere Hosen- oder Jackentasche. Ist doppelt so groß als dieses Quartett. Ihr seht's ja. Beide Spiele kommen von Ass Altenburger und von diesem Kartenhersteller habe ich nochmal 2 Spiele. Hier noch das Abenteuerspiel. Das werden wir in einem anderen Video angucken und dann gibt es auch noch hier dieses große Battle Game. Jetzt stelle ich die alle nochmal hier nebeneinander. Stehen. Ah, will nicht, also lehne ich es halt hier dagegen, ist ja wurscht. So, nur damit ihr hier nochmal so irgendwie einen Größenvergleich habt zwischen den ganzen Spielen. So. Also links das DreamWorks Dragons Battle Game, dann DreamWorks Dragons Abenteuerspiel, DreamWorks Dragons Mau Mau haben wir ausgepackt, DreamWorks Dragons Quartett haben wir auch schon angeschaut. Ja, okay, Leutchen, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Ich habe da echt immer meine Freude dran, bin immer sehr gespannt, was sich die Hersteller hier zu unserer Serie immer einfallen lassen. Und ich finde es wirklich schön, dass sich bis jetzt bei den beiden ausgepackten Spielen, bei Mau Mau und beim Quartett, die Karten und auch die Motive sich doch tatsächlich auch unterscheiden. Und das bin ich natürlich auch gespannt bei den nächsten beiden Spielen, beim Abenteuerspiel und Battle Game. Und ja, die schauen wir uns irgendwann an. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Viele, viele Grüße an euch alle. Viele, viele Special Grüße an meine Abonnenten. Ihr seid die Besten. Vielen, vielen Dank für eure ganzen Kommentare, eure Klicks, eure Mails.
Zubidubi, ich sag ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Video, euer Ropi. Hey!